So Leute, was geht ab? Wir sind hier in Barcelona in der Innenstadt. Die Künstler, mit denen wir hier sind, die haben ein bisschen Geld von uns bekommen, von Icon Music, damit die sich neu einkleiden können mit einem neuen Outfit für die nächsten Musikvideos. Die Jungs können ja nicht immer mit den gleichen Outfits in ihren Musikvideos sein. Du bist schon eingekleidet? Nein, mein Bruder. Wofür hast du dich entschieden? Oder zu einem dicken D-Square-Pullover. Oder geht man drauf? Von 560 auf 280. Ja, entweder ist das hier alles gefälscht oder, Bruder, wir sind hier in einen Schnapperladen reingekommen. Ey, wenn jemand sowas tragen kann, dann doch Barré, Alter. Ja, Walla, ja. Barré. Boah, das Stump. Genau dein Film, Bruder. Ja. Der hat auch was, aber ich fand den Pullover geiler, ja? Dreh ich mal zu mir? Der ist halt auffälliger, ne? Der ist sehr auffällig, aber ich weiß, was der meint mit dem Pulli. Und, warst du erfolgreich? Ja, Bruder. Zeig mal, was du hast. Erster Laden direkt einen miesen Pullover gekrallt. So schmeckt, Bruder. Ich hoffe, der geht so kaputt. Lecker. Bester Pullover, Alter. Ich hoffe, der geht kaputt. Geil, oder? Ja, komm, lass mal da hinten in diese andere Store gehen, Bruder. Ja, komm. Die Frage ist jetzt auch, warum haben die Künstler das Geld bekommen? Die ganzen Künstler sind ja gerade freiwillig mit uns hier auf dieser Spanien-Tour außerhalb des Contests. Und wir machen gerade Musik für das Label Icon Music. Wir haben uns gedacht, die Jungs sind sehr, sehr fleißig, haben aber schon die meisten ihrer Outfits ausgeschöpft. Und genau deswegen haben wir uns halt gedacht, dass wir dir ein bisschen Geld zur Verfügung stellen, die heute einkaufen können. Korrekt, korrekt, oder? Ja, safe. Ja, so. Die Jungs haben sich schon gefreut. Ja, unnormal. Oh, der Fluss sieht das gut aus. Sollen wir hier rein? Kennst du diese Handschuhe? Catfish, ne? Sobald dieser Handschuh kommt, du weißt, ein Fufi ist drin. Kennst du das, als dein Vater damals immer bestimmt hat, so, dass du ein Haarschnitt haben musst? Genau so. Ist das ja ein Kiko, Bruder. Krank, ne? Sollen wir rein, sehr ehrlich. Ey, Bruder, ich kauf mir das. Walla? Ich kauf mir das. Oh, warte, lass mal weiter rein, da gibt's noch mehr. Warte, lass mich die Jungs rufen. Ey, der will was holen. Ey, warte, komm mal her. Meine Mutter, komm her. Guck dir mal diesen Altstor an. Boah. Tschüss, was ist das? Digga, reiß es gerade. Welcher? Nein, Digga. Weil hier kann ich mein P verstecken. Weil hier hätte der Pulli schon wirklich Sinn. Deswegen. Okay. Wo fangen wir an? Ey, warte, guck mal bitte, wenn du hochgehst. Den ersten Anblick. Zwar, das wirst du. Das Boah. Oder das Trikot ist maximal, ich hol mir das. Ich schwöre auf alles. Wissen. Ich bin kein fanatischer Fan, Bruder, Wallah. Wenn du das holst, ne, bin ich so abgefuckt, weil ich das auch hol. Ich sag dir nächstes, Wallah, ich hol mir das. Bruder, guck mal hier rechts, bist du behindert? Anik. Wallah, was ist das für ein Laden, Bruder? Wie teuer ist das? 195. Aber frag dir mal, nein, 150. Warum diese Nike-T-Shirt und Wappen so angejizzt ist, Bruder. Baba, Bruder, das ist so der Style, Bruder. Ich geb's dir nicht. Wallah, das ist der Style. Behindert aus, ne, Jungs? Behindert, Bruder, nimm den. Das ist Tam. Ich bin aber, ich bin mit diesem Barca-Tipo, der hat mir mein Dings, Bruder. Bruder, ich sag dir, das ergänzt sie lieber auf ersten Blick. Barré, das steht dir so, als wenn es für dich gemacht wurde. Ja, ne? Ich schwöre. Ich auch, Bruder. Ich hab diese gesehen, lieber auf erste Blick direkt. Obwohl ich eigentlich kein Barca-Fan bin, aber ich bin nicht so fanatisch, Bruder. Weißt du, deshalb kann man sich das noch holen, Bruder. Weil das sieht krank aus. Diese spanischen Fußballmannschaften ist nicht so fanatisch. Aber sonst Real Madrid, aber diese geht, Bruder. Was kostet der Spaß? 195. Was? Ja. Boah, das ist teuer. Egal, Bruder, Wallah, der sieht krank aus, ne? Echt krass aus, Alter. Der sieht behindert aus. Wallah, der ist Max. Boah, das sieht sogar besser aus als das erste. Ich schwöre bei Gott, du siehst einfach aus hier. Wallah, guck mal, Bruder, ich wollte dir ja eine geile Hose zeigen, ne? Ja. Ist halt mal ein anderer Stil so, ne? Der wird dir aber gefallen, glaube ich. Das ist genau dein Ding. Hier. Ist da was schon, Bruder? Findest du dich? Ist doch mal was anderes. Ich würde geschlagen. Für ein Musikvideo, Bruder. Boah, ich mich nicht wundern, wenn jeder einfach mich düssen würde. Ey, weißt du, was ich gemacht habe? Was machst du denn im Barca-Store? Hä? Größter so ein Store. Ja, ja, auf einmal. Was machst du hier? Bruder, ich kann nicht mehr, ja. Wallah, Digga. Yo, was geht ab? Mein Name ist Skandal. Ich bin irgendwo in Barcelona. Jeder guckt mich gerade an und denkt sich, warum hat der die Skimaske an? Bist du nicht eigentlich abgereist nach Deutschland? Doch. Und du auch? Was macht ihr hier wieder? Ja, wir mussten noch Songs hier aufnehmen. Ich werde jetzt gleich in den Laden reingehen und fragen, ob der mir vielleicht die Gurke, alles gut, Jungs. Oder jetzt wieder nach da hinten laufen. Ja, ey, guck mal, wenn du nicht direkt Wallah von deinem Mofa hier absteigst, dann hau ich dir eine rein, du. Männer wie wir haben vor nichts und niemand Angst. Okay, Männer wie wir. Was geht ab? Mein Name ist Skandal. Ich bin hier in Barcelona. Und heute werden wir richtige... hier der ganze Laden guckt mich an. Aber ihr könnt mich alle im Arsch lecken. Du müsst wissen, Bruder. 6-2-Kartell.
Ey, was? Die Tür zu, dann hau ich dir eine rein, du Ferkel. Was müsste die Leute stecken, wenn ihr mit so einer Maske rumläuft? Ich weiß genau, was gleich passiert. Du musst einfach gleich angesprintet ankommen und dann gucken wir, wie die reagieren. Ja, dann fahr mal Ey, Barry, sei mir ehrlich. Alle angegriffen, ich hab grad geguckt, ob du meine Tüte in der Hand hast. Du hast ihn schand, aber Emre hat ihn da. Du wolltest gerade angreifen, Bruder. Alter, ich hab einfach meine Barca-Jacke verloren, ja. Aber ganz ehrlich, das passiert. Ich hatte das auch schon oft bei. Okay, sind Kinder, Bruder. Aber egal, die sollen sich schon mal daran gewöhnen. Das ist Gangster-Shit. Das ist Gangster-Shit. Wir sind auf jeden Fall in Spanien. Meine Stärken sind auf jeden Fall. Ich liebe Katzen, ich liebe Pferde. Guckst mich noch einmal an. Ich bin so ein Assi, aber ich stehe auf so einen Scheiß. Halt die Fresse, du hast mir nichts zu sagen. Wie würdest du hier die Menschen einschätzen? Boah, ich sag dir ganz ehrlich, Stand jetzt muss ich zugeben, dass die Menschen hier mega, mega sympathisch sind. Was? In Barca? Ja, aber warte ganz kurz. Die haben aber eine unfassbar krasse Schwäche. Die können einfach kein Englisch, Digga. Das ist zu krass. Wir haben auch nicht wir haben auch nicht die stärksten Englischkenntnisse. Der schon. Der hat hier sehr, sehr wilde Skills. Do you speak English? No. Le tracce. Cosa fai? Do you know? No. Okay. Ciao. Das ist der Top-Bomb-Platz hier in Barcelona. Der ist sehr bekannt. Es sind sehr viele Top-Bombs. Die werden oft gegessen. Und, Top-Bombs. Jetzt wird es auch sehr, sehr eigenartig für die Leute, die denken sich, hä? Aber ganz ehrlich, was, hä? Als alle damals die FFP2-Maske anhatten, hat auch keiner gesagt, hä? Jetzt auf einmal kommen wir an einem Step, wo sich die Leute fragen, hä? Also damit ihr Bescheid wisst, diesen ganzen Weg, den der BZ aufnimmt, wir haben vergessen, wo wir geparkt haben. Ja, ist das so richtig überhaupt, Bruder, wohin wir laufen? Ja. Guck mal, ja, seit 45 Minuten sagst du, ja, ja, Bruder, reicht doch. Ich kann mir vorstellen, wir haben uns schon dreimal verlaufen, aber der Emre ist zu stur, um das zuzugeben. Deswegen sagt er einfach, wir haben uns nicht verlaufen. Vielleicht hau ich dir eine rein, Bullen. Das ist wirklich Bullen, Digga. Aber da musst du durch, Bruder. Wir sind einfach noch. Die hier, Parkplatz. Okay, thank you very much. Was sagt er? Er meinte, seine Schwester wohnt hier rechts. Einfach offiziell eine Konversation mit mir geführt mit Maske. War ja alles gerade egal. Bruder, weißt du, was ich nicht verstehe, Bruder? Die reden hier einfach weiter, obwohl Bruder, die wissen, du verstehst ihn. Ich rede ja weiter. Wallah, ja, die versuchen nicht mal diese Probleme. Den Bayer provoziert das auch so sehr. Der sagt am Monaco ihm, der sagt, ich bin hier in diesem Land, Bruder, ich rede mit Polizisten. Der checkt, dass ich kein Spanisch kann, der redet einfach weiter mit mir Spanisch. Der sagt, ich kann kein Spanisch, der redet weiter ja, einfach, Bruder. Weißt du warum? Der hofft so, dass mit der Zeit einfach dein Spanisch besser wird. Der denkt sich, wenn ich den Satz zweimal wiederhole, versteht er. Gleich, der versteht mich. Ja. Ich sag noch einmal, dann versteht der. Wo lang jetzt? Wo lang? Da lang. Wo ist denn dieser Parkhaus, Bruder? Ja. Wir sind in Barcelona. Also ich muss zugeben... Oder hier sieht es ein bisschen aus wie Duisburg-Marxloh, ja? Aber ich muss was sagen, in dieser Stadt, Bruder, ist die sehr, sehr lebendig, Bruder, ja? Ja, voilà, ja. Aber, und trotzdem, mir ist auch scheißegal, was ihr sagt. Ich schwör auf alles. Hala Madrid. Das gibt's auch nur in Barcelona. Hier musst du Parkhaus selber auf Hauptstraße runterlaufen. Kali, du warst heute auch erfolgreich shoppen? So sieht's aus, meine Freunde. Was hast du dir gegönnt? Ich war bei... Den eins sparen, ich hab einfach Adidas an, aber egal. Nikes, number one. Schaut mal her, meine Freunde. Walla, Patz. Oh, was ist das denn? Number one. Wunderschön. Leute, wisst ihr, TNs. Alles für TNs. Es hat alles damit angefangen, es endet alles damit. Wir machen weiter. Wow. Ich sag euch so, den musst du mal mitnehmen. Walla, ausgefallen, ihr wisst doch. Kali? Mit Jeans? Was ist denn hier los, Alter? Das kann ich gehen, ja, Brock. Das kann ich nicht. Ey, Leute, was sagt ihr? Was ist passiert? Boah, das kam genau auf Zeit. Walla, Mila, du hast das drauf. Shabubi hat sich jetzt was geholt. Normal, Bruder. Man kann den Dings, man kann den Nike Store in Barcelona bedrucken. Hast du es gesehen? Printen lassen? Ja, ja. Ich wollte machen, Walla, aber ich hatte keine Zeit. Boah, die ist ja Max, Bruder. Wow, ja. Dann sag aber, bestätige nochmal, auch wenn du das anhast, du hast das nur an wegen Nike, aber eigentlich sind das nur... Ich sag dir ehrlich, Hala Madrid.